Ja, schönen guten Tag. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu dem Vortrag jetzt, wo es um die DC-Integration geht. Mein Name ist Michael Boos. Ich bin seit jetzt 14 Jahren bei Frilo, betreue in erster Linie den Dokumentdesigner und aber auch das FCC, das Frilo Control Center. Und da werde ich Ihnen jetzt einfach auch den nächsten paar Minuten zeigen, wie in dem Control Center die DC-Integration ja, stattfindet, wie wir die realisiert haben. Wir haben ja DC 2022 übernommen und sind dabei, eben das sukzessive rund in die Frilo-Umgebung einzupflegen. Wir beginnen zunächst mit der Installation. Wir werden mit der Installation 2024.2 für die DC-Kunden auch eine gemeinsame Installation anbieten. Hier sehen Sie die Maske, wie sie in Zukunft dann bei der Installation kommen wird. Die Frilo-Anwender kennen das. Für die wird sich auch eine kleine Änderung ergeben. Wir werden die Lizenz am Anfang abfragen, sodass eine Differenzierung auch erfolgt, ob jetzt nur DC installiert werden soll oder Frilo oder beides gemeinsam. Sie bekommen dann einfach einen Hinweis, dass was Sie installieren können, ob eine Lizenz vorliegt oder nicht. Die DC-Programme sind momentan noch nicht in der Demo-Version lauffähig, so wie das bei den Frilo-Programmen möglich ist, aber das haben wir für die Zukunft vor, so dass Sie da auch gegebenenfalls die Grundbaustatik zum Beispiel installieren, obwohl Sie keine Lizenz haben. Also das wird auch so sukzessive möglich sein. Wir werden oder haben es auch ja schon diese Web-Lizenzierung von Frilo, die seit 2015 im Einsatz ist, die DC-Programme daraufgehend umstellen. Viele Kunden sind schon umgestiegen, die waren Frilo-Anwender und haben jetzt einfach in ihrer Web-Lizenzierung zusätzlich die DC-Programme aufgelistet und da wird auch die Lizenz übers Web so verteilt nach Lizenzanzahl, wie sie das gewohnt sind. Und vom weiteren Fahrplan werden wir die Dongle dann auch komplett einstellen. Geplant ist zum Jahresende, dass da eben auch alle DC-Kunden dann nach Möglichkeit keine Dongle mehr einsetzen. Die waren fehleranfällig, sei es in der Installation treibermäßig oder auch eben ja, von der Handhabung als solches geht mal einer verloren. Das fällt ja einfach alles mit der Web-Lizenzierung weg. Jetzt schauen wir uns mal direkt an, was hat sich getan im Umfeld Frilo und DC. Ich starte mal gewohnt das Control Center. Das Control Center ist den Frilo-Kunden ja bekannt. Die DC-Programme sind dann eben hier auch zusätzlich gelistet. Das hatten wir ja auch schon im Umfeld von der jetzigen ausgelieferten Version. Also da war es auch schon möglich, die DC-Programme hier zu starten, Positionen im Frilo Control Center abzulegen. Es gab einfach die zwei Welten noch außerhalb von Frilo und innerhalb von Frilo. Jetzt wird es zunehmend mehr innerhalb von Frilo sein. Control Center kennen die Frilo-Kunden und jetzt auch zunehmend die DC-Kunden. Da werden in Projektordnern über ein Projekt und Positionen, also bei Frilo heißen die Eingabedateien Positionen, bei DC werden die einzelnen Dateien als Projekte gekennzeichnet, bei uns sind es Positionen oder bei im Frilo-Umfeld und so werden das in Zukunft eben auch DC-Positionen sein. Man kann die dann hier importieren, öffnen,
gibt dem Ganzen einen Namen. Mal einen Nagel. Und so haben sie in dem zu dem Frilo-Positionen eben auch ihre DC-Position hier drin. Da sieht man schön die Vernagelung und kann die auch wie gewohnt per Doppelklick dann starten und hat diese Positionen schön in der Projektablage. Bei Frilo selber neu haben wir eine Kleinigkeit im Control Center. Wir können hier über Eigenschaften jetzt zu der Gemeindeauswahl. Ich wähle mal Stuttgart aus. Kann man jetzt auch eine feste Höhe angeben, weil Stuttgart hat ja auch eine Topografie. Also hier zum Beispiel Bad Cannstatt hat 205 Meter und ich kann diese Höhenangaben, die werden für die Dachprogramme übernommen. Nehmen wir mal einen Durchlauf sparen. Und hier bei den Lasten, bei Wind, Schnee, sieht man sehr schön, da wurde Gemeindeauswahl übernommen und Geländehöhe, also überall in den Frilo-Programmen, wo sie Schnee- und Windlasten haben und Geländehöhen, werden die jetzt auch mit dem eingegebenen manuellen Wert übernommen. Wir berechnen das, speichern und zurück, speichern da mal diese Dachposition ab. So lege ich ja grundsätzlich Dateien auch in Frilo an und wir starten jetzt den Dokumentdesigner. Ich kann über vorhandene Positionen, da haben wir jetzt diese Dachposition und die Nagelposition. Ich hol erstmal Dach rein. Und als nächstes vorhandene Position, die Nagelposition. Und auch hier wird jetzt einfach nochmal der Druck von DC dann angesteuert. Und wir haben die Ausgaben, die sind jetzt eben im Querformat, Hochformat eingebunden. Das ist so gewünscht. So machen Sie es ja auch, wenn Sie von anderen Programmen teilweise Ausgaben einlesen, dann kommen die ja so und somit kann man die einfach auch besser drucken. Was haben wir sonst noch Neues? Wir haben zum einen die Einstellungen erweitert, das ist so ein bisschen jetzt Details. Also das war ein großer Anwenderwunsch, dass man beim Einfügen von Dateien eben mit oder ohne Überschrift das Ganze machen kann und im Einfügen von Nicht-PDF-Dateien, Word und Excel eben auch die Unterscheidung standardmäßig mit oder ohne Überschrift. Auch beim Ersetzen von PDF-Dateien haben wir eine Unterscheidung gemacht, ob jetzt die Skalierung beibehalten werden soll oder nicht. Also man kann jedes Mal fragen oder eben, ob die Skalierung, also Sie können ja PDF-Dateien, wenn die eingefügt sind, skalieren und Sie können dann entscheiden, ob die Skalierung beim Ersetzen beibehalten wird oder nicht. Ein ganz großes Highlight, das wir jetzt auf vielfachen Wunsch auch eingebaut haben, ist bei den Positionen, bei den Frilo-Positionen ein Anmerkungseditor oder ja, Editors, den Sie so auch ja auf den PDF-Programmen kennen. Also Sie können hier, wenn Sie möchten, dann Linien, Freihandlinien, rechteckige Ellipsen und auch einen Text einfügen. Und wenn Sie jetzt da so ein Rechteck einfügen, machen wir mal hier was rein. Ich mache das jetzt mal ganz einfach.
und übernehme das. Dann haben wir auf dem Blatt eben noch zusätzliche Anmerkungen, um irgendwas hervorzuheben oder um was zu ergänzen, weil die Frilo-Positionen sind ja nicht editierbar. Da können Sie jetzt analog einem PDF-Editor selbstständig Anmerkungen reinbringen. Anmerkungen, Highlights, Markierungen, was Sie wünschen. Also da lässt sich dann auch immer schnell starten, schnell ändern. Hier haben Sie noch eine Auswahl, wenn Sie mehrere Elemente haben, was gezeichnet. Diese Elemente, wenn die gefangen sind und die stehen übereinander, können Sie auch noch die Ebenen wechseln. So kennen Sie das ja auch von anderen Programmen. Und ja, das einfach so ergänzen, verschieben, wie Sie das möchten. Sage ich jetzt nochmal übernehmen. Und Sie haben schon die Änderung wieder direkt. Die lassen sich auch, wenn man das möchte, temporären ausblenden, deaktivieren, also dann sind sie nicht weg oder auch wieder aktivieren. Eine letzte Option oder eine zusätzliche Möglichkeit, auch auf Wunsch der Anwender, ist hier bei der PDF-Kopie kann man jetzt Seitenformate erkennen. Also da wird, wenn Sie jetzt auch einen A0-Plan oder was drin haben, können Sie wählen, gezielt, ob A0 oder auch ja, nach unterschiedlichen Formaten das einfach auszugeben. Kleiner weiterer Punkt ist noch, wir haben die mit der neuesten VC Master Version, machen die das eben auch möglich, dass die VC Master Dateien direkt in den Dokument Designer reinkommen. Und ja, das ergänzt oder macht das Werkzeug in Zukunft noch mächtiger. Das war's jetzt so von meiner Seite aus. Details können Sie natürlich ja immer über die Update-Infos auch erfahren und wir freuen uns schon drauf, auch auf Ihre Rückmeldungen, Ergänzungen, was wir auch für die Zukunft noch für Sie planen sollen, umsetzen sollen. Da sind wir immer schon sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß bei den weiteren Vorträgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.